In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Kaspersky Security für Microsoft Office 365 testen und sicherstellen, dass der Schutz aktiviert ist. Öffnen Sie zuerst Outlook. Erstellen Sie dann eine neue Nachricht und hängen Sie eine Anti-Malware-Testdatei an die E-Mail an, die beispielsweise bei der Webseite icar.org heruntergeladen werden kann. Wenn der Schutz aktiviert ist, erhält der Administrator eine E-Mail mit Informationen über die Bedrohung, sobald die infizierte Datei auf dem Mail-Server hochgeladen wird und die E-Mail wird zum Backup verschoben. Informationen über die Bedrohung, die verhindert wurde, erscheinen im Informationsbereich. Allgemeine Statistiken zu verarbeiteten E-Mails und erkannten Bedrohungen werden ebenfalls hier gesammelt. Sie können auch zusammenfassende Berichte für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen. Informationen über gefilterte Nachrichten werden im Bereich Backup angezeigt. Sie können sie einfach nach verschiedenen Parametern sortieren. Weitere Informationen über die Funktionen und Einstellungen der Lösung finden Sie unter support.kaspersky.com/de.